Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Bundestag ist seit seiner ersten Sitzung handlungsfähig, aber wir haben eine gute Tradition, eine Entscheidungsstruktur, die beinhaltet auch entsprechende Ausschussarbeit. Und deswegen ist es bewährte parlamentarische Praxis, sogenannte ständige Ausschüsse anhand des Zuschnittes der Ministerien einer neuen Regierung zu organisieren. Nun wissen wir alle, nicht nur aufgrund der gerade gehörten Rede des Bundestagspräsidenten, dass die Regierungsbildung noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Und infolgedessen kann man die ständigen Ausschüsse, gerade mit Blick auf neue Ministerien, noch nicht sinnvoll festlegen. Deswegen ist es so, dass 5 von 6 Fraktionen heute einen gemeinsamen Antrag stellen, einen Hauptausschuss einzusetzen. Dieser Hauptausschuss soll bis zur Einsetzung der ständigen Ausschüsse als Vorbereitungsgremium für das Plenum und die Entscheidung hier dienen. Er gilt insbesondere für die Behandlung der Mandate, die wir heute ja auch tagsüber einbringen, die Mandate der Bundeswehr, die dann in diesem Ausschuss auch entsprechend bearbeitet werden können, bevor sie dann im nächsten Plenum auch verabschiedet werden können. Der Hauptausschuss, um das eindeutig zu sagen, ist ganz klar ein vorläufiges Gremium, ein Gremium für einen Übergangszeitraum. Und als solches hat es sich, wie auch vorhin schon erwähnt vom Bundestagspräsidenten, auch beim letzten Mal nach der letzten Bundestagswahl bewährt. Wir wollen heute neben dem Hauptausschuss 2 Ausschüsse einsetzen, die eher parlamentsinterne Aufgabenstellung haben. Das ist ein Petitionsausschuss, damit die Menschen in Deutschland nach wie vor Petitionen im Deutschen Bundestag nicht nur einbringen können, sondern auch die Gewähr haben, dass sie dort bearbeitet werden. Und wir wollen einen sogenannten ersten Ausschuss einsetzen, der behandelt die Geschäftsordnungsanfragen, Immunitätsangelegenheiten. Auch das ist wichtig und spiegelt sich in beiden Fällen nicht mit Ministerien wider. Die Fraktion Die Linke hat sich diesem Antrag nun nicht angeschlossen und möchte deswegen diese 4-minütige Runde der parlamentarischen Geschäftsführer. Sie fordert stattdessen heute bereits 22 ständige Ausschüsse entsprechend der Ausschussstruktur der 18. Wahlperiode einzusetzen. Okay, den Ausschuss für digitale Agenda soll nicht übernommen werden, finden Sie vielleicht nicht so wichtig, ist aber auch egal. Ja, der ist auch später dazugekommen, man hätte den ja auch zusätzlich später erwähnen können, aber ist ja auch nicht so wichtig. Sie wollen 22 Ausschüsse einsetzen und, wenn ich es richtig gelesen hatte in Ihrem Antrag, deswegen habe ich es hier auch nochmal aufgeschrieben, soll die Einsetzung der Ausschüsse anhand der Ressortzuschnitte einer neu zu bildenden Bundesregierung erfolgen. Da sind wir also nicht auseinander. Das schreiben Sie also selbst. Also wollen Sie 22 Ausschüsse jetzt für einen Übergangszeitraum einsetzen? Kann man machen, muss man aber nicht. Die Frage ist, vielleicht ist es ja sinnvoll, 22 Ausschüsse für einen Übergangszeitraum einzurichten, ist vielleicht linke Vorstellung von Effizienz und Organisationsgeschick. Wir halten das für nicht so sinnvoll, 22 Ausschüsse vorläufig, die dann wieder aufzulösen. Wir glauben, wenn man die gleiche Wirkung und die gleiche Arbeit mit einem Hauptausschuss effizienter machen kann, dann sollten wir das auch so tun. Alle anderen Fraktionen sind der Auffassung, das ist nicht nur eleganter, das macht auch wesentlich mehr Sinn. Deswegen stimmen wir als CDU-CSU-Fraktion für die effiziente und sinnvolle Lösung und nicht für Ihren Antrag. Nächste Rede.